eine Erneuerung des Stimmstockes unumgänglich. Dazu wird der Saitenbezug abgenommen, der Gussrahmen wird aus dem Instrument ausgebaut. Dann nehmen wir ein großes Stück Pergamentpapier und nehmen am alten Stimmstock die Bohrlöcher für die Stimmwirbel ab, sodass wir später am neuen Stimmstock die neuen Wirbel in exakt gleicher Position wieder einfügen können. Sodann wird der alte Stimmstock aus dem Instrument herausgenommen. Manchmal ist er sogar in den Seitenwänden des Instrumentes verankert, die dann aufgestemmt werden müssen. Dann wird der neue Stimmstock angefertigt und in das Instrument eingefügt. Ein ganz wesentlicher Arbeitsgang ist dabei, weil der Stimmstock oft vom Gussrahmen abgedeckt wird, von Hand ganz exakt die Negativkontur des Gussrahmens auf den neuen Stimmstock zu übertragen. Dann werden die Bohrungen im Stimmstock ausgeführt. Das heißt, das Stück Pergament, das wir beim alten Stimmstock abgenommen haben, wird auf den neuen Stimmstock gelegt und die Bohrungen für die Stimmwirbel werden in leicht spitzem Winkel ausgeführt. Danach wird der Gussrahmen wieder in das Instrument eingebaut. Die Stimmwirbel werden neu in den neuen Stimmstock eingefügt. Das darf man sich so vorstellen. Eine ganz grobe Arbeit, dass der Klavierbauer mit einem dicken Fäustel den Stimmwirbel in den neuen Stimmstock hereintreibt, damit er dort einen festen Sitz hat, aber keinen zu festen Sitz. Knacken darf der Stimmwirbel nicht. Danach hat der Stimmstock für viele Jahrzehnte wieder die Funktion, die er haben sollte. Er hält den Wirbel fest. Der Klavierbauer kann das Instrument stimmen und es wird lange die Stimmung halten.